Instagram. Legal Tech finde ich super, sollte man auch dringend mehr fördern, weil es einfach wirklich dafür Sorge trägt, dass mehr Leute, die ein Recht haben, auch ihr Recht bekommen können. Ja, ich gucke doch relativ viele Filme, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich einen Lieblingsfilm habe. Ich finde, auf diese Frage gibt es keine gute Antwort und deswegen sollten wir uns auch dringend dafür einsetzen, dass diese Regelung endlich abgeschafft wird. Stand gerade eben noch 10. Ich finde beides ehrlich gesagt nicht so gut, weil ähnlich wie bei einem Notendurchschnitt auf einem Zeugnis ist dahinter auch so ein Score eigentlich nicht wirklich aussagekräftig über das Produkt und dementsprechend würde ich sagen, bringt das nicht wirklich viel. Immer auf Stumm. Ich finde, jeder Verbraucher sollte sich bestmöglich aufklären, deswegen finde ich es gut, wenn solche Apps angeboten werden. Da ich gefühlt ungefähr alles mit meinem Handy organisiere und mache, vergesse ich das auch nie. Als Obleute organisieren wir im Grunde den Ausschuss im Hintergrund. Das heißt, wir besprechen die Tagesordnung, laden Gäste ein, besprechen aber auch eventuell, ob wir irgendwo hinreisen wollen, uns was anzugucken, all solche Themen. Mit meiner Freundin am vergangenen Wochenende. Also interessieren tue ich mich, glaube ich, für Politik schon irgendwie seitdem ich ein Kind bin, aber wirklich, dass ich dann auch einer Partei beigetreten bin und da mich aktiv engagieren wollte, das war 2009 und das Thema war damals die anlasslose Vorratsdatenspeicherung.